This evening I would like to talk about the most important teaching of the Buddha. Heute Abend möchte ich über die wichtigste Lehre des Buddha sprechen. What is the most important teaching of the Buddha? People may have different ideas, so I want to share with you my idea about what that most important teaching is. Was ist die wichtigste Lehre des Buddha? Da gibt es verschiedene Ansichten darüber und ich teile mit Ihnen, was meine Ansicht darüber ist. It must have something to do with dukkha, because the Buddha said that all he taught was dukkha and how to end dukkha. Es muss etwas mit dukkha, was mit Leiden übersetzt wird, zu tun haben, mit dem Durst. Und denn der Buddha hat gelehrt, dass alles, was er lehrt, dreht sich um dukkha und wie man das beenden kann. So let me ask, how many of you here are familiar with the Pali term dukkha? Deswegen möchte ich wissen, wer hat diesen Pali-Ausdruck dukkha schon mal gehört oder wer ist vertraut damit? It's the term usually translated into English as suffering, but that only works if we understand it in the broadest possible way. Im Allgemeinen wird das im Englischen oder auch ins Deutsche mit Leiden übersetzt und das funktioniert aber nur, wenn wir es in einem sehr, sehr weiten, in dem weitestmöglichen Sinn verstehen. So in English it includes things like dissatisfaction, frustration, anxiety, dis-ease, all of these are included in the concept of dukkha. Darin ist im Englischen also etwas wie Unzufriedenheit, Frustration, Ängstlichkeit enthalten. Dukkha means that even those of us who are healthy and wealthy still experience something that keeps chewing away or gnawing away at us. Das bedeutet, dass selbst diejenigen, die reich und gesund sind, immer noch an etwas leiden, was an dem sie rumnagen, was ihnen zu schaffen macht. We usually think that if we can just solve all our problems and get everything that we want, then we will be happy. But the whole point of the dukkha teaching is that it's not so easy. Wir denken oft, dass wir eigentlich nur alles haben müssten, was uns glücklich macht, und dann würden wir glücklich bleiben, wenn wir das nur alles bekämen. Aber die Lehren des Dukkhas sagen, dass es nicht so einfach ist. Dukkha means, the basic teaching about dukkha, it means that it's the nature of our unawakened minds to be bothered by something. Die Lehren des Dukkha oder der Begriff des Dukkha bedeutet, dass es die Natur des Geistes ist, unsere Natur, dass wir immer durch irgendetwas gestört werden, dass wir immer irgendein Problem haben. Why is that? That's the important question. Und wir müssen verstehen, warum das so ist. Das ist die wichtigste Frage. In the earliest text there are different types of dukkha explained. In den frühen Texten werden verschiedene Formen von dukkha erklärt. If you are walking and you stub your toe against a rock and that hurts, that's the first kind of dukkha, the dukkha of physical and emotional pain. Wenn du gehst und deinen Fuß an einen Felsen stößt, dann ist das physischer Schmerz und das ist die erste Form von dukkha. There's another kind of dukkha due to impermanence, which means that even when we are enjoying something, for example, suppose I have an ice cream cone of my favorite type of ice cream, coconut maybe. Even while I'm eating this ice cream, there's dukkha built into it because I know as I'm eating it that it's impermanent, that it's going to disappear. And even if I have enough money to buy another ice cream, you can only eat so much ice cream, right? So there's a kind of dukkha built into that situation. Die zweite Form des Dukkha ist in der Vergänglichkeit begründet. Wenn man zum Beispiel selbst etwas mit Freude genießt, ist darin immer noch Dukkha enthalten. Zum Beispiel, wenn ich mein Lieblingseis, Kokosnuss esse, dann kann ich zwar viel davon kaufen und trotzdem ist dieser Aspekt, dass es vergänglich und begrenzt ist, immer darin enthalten. The most problematical type of this kind of dukkha is our awareness of death. Die problematischste und schwierigste Form dieser Art von Dukkha ist unser Gewahrsein des Todes. Our awareness that we will have to die sometime
tends to poison our life right here and now. Unser Bewusstsein, dass wir eines Tages sterben werden, kann unser Leben im Hier und Jetzt vergiften. When we are unable to accept and die freely, it means we are also unable to live fully. Wenn wir nicht fähig sind, imstande, frei und in Frieden zu sterben, dann ist es uns unmöglich, in Fülle zu leben. But it's the third type of dukkha that I would like to talk about or focus on this evening. Aber es ist die dritte Art von Dukkha, auf die ich heute Abend konzentrieren möchte. It's the dukkha connected with the self, let's say, the sense of being a separate self. Das ist Dukkha, die damit verbunden ist, mit dem Gefühl, ein getrenntes Selbst zu sein. This brings us to that other very essential but very strange teaching of Buddhism, that there is no self. Und das bringt uns zu einer anderen Lehre, die sehr zentral, sehr wesentlich und trotz sehr merkwürdig ist, nämlich die Lehren über die Selbstlosigkeit. What can this possibly mean? I mean, all of us, we have this feeling of me. Of course I know that there's a me. So what does it mean to deny that fact? Was kann das bedeuten? Denn schließlich erfahren wir alle, dass es ein Ich gibt. Was kann es also bedeuten, von der Selbstlosigkeit zu sprechen? The problem here is the sense of a self that feels separate, not only from other people, but from the rest of the world generally. Das Problem ist, dass dieses Selbst mit dem Gefühl verbunden ist, getrennt, nicht nur von anderen, sondern von der ganzen Rest der Welt zu sein. It's the feeling that there is a me inside here somewhere, maybe behind my eyes, inside the ears, and all of you and the rest of the world is outside me. So there's a sense of separation between us. Und das ist dieses Gefühl, dass es irgendwo da ein Ich gibt, zum Beispiel hinter den Augen oder irgendwo da drin, und alles da draußen ist nicht dieses Ich. Das ist dadurch entsteht ein Gefühl von Getrenntsein. In the time of the Buddha too, this must have been a very strange teaching for most people. Auch zu Zeiten des Buddhas muss das eine sehr merkwürdige Lehre für die meisten Menschen gewesen sein. But today, I think we have an advantage because modern psychology has emphasized that the sense of self is not something natural. It's not something that babies are born with. It's something that develops as babies begin to grow up. Heute gegenüber früher haben wir den Vorteil, dass die moderne Psychologie nachgewiesen hat, dass dieses Selbstgefühl nicht etwas Angeborenes ist, sondern sich im Laufe der Zeit, der Erziehung entwickelt. The sense of self is a psychological and social construct that develops. Dieses Selbstgefühl ist wie ein soziales Konstrukt, das sich im Laufe der Zeit entwickelt. It's psychological because it's composed of mostly habitual ways of thinking, feeling, acting, reacting, remembering, planning, intending. Good luck. It's the way that these processes work together along with a particular sort of self-image, and this is what creates and sustains the sense of self. Dieses Gefühl des Selbst, das ist ein zusammengesetzter Vorgang, der mit unserer Art, mit den Gewohnheiten des Denkens, des Fühlens, des Handelns, des etwas Entscheidens, des etwas Plans, etwas Unternehmens zu tun hat. Und dieser Vorgang baut dieses Selbstbild auf. It's important to see that from this perspective, the self isn't a thing, it's a bunch of processes working together in a certain way. Aus dieser Perspektive ist das Selbst nicht eine Sache, sondern eine Ansammlung von Vorgängen, die zusammenwirken. The sense of self is also a social construct. Und das Selbstgefühl ist auch ein soziales Konstrukt. A baby out in the woods by itself, it would not develop a sense of self. Ein Baby, das allein in der Wildnis
wäre, würde kein Selbstgefühl aufbauen. Hmm. It requires that there is a relationship between a caregiver, maybe the mother, and the child, and it's the relationship between them that creates the sense of self. Dafür ist es nötig, dass es eine Beziehung zu einem fürsorglichen Menschen gibt, wie zum Beispiel die Mutter oder jemand anderen, und aus dieser Beziehung entwickelt sich das Selbstgefühl. The mother has a sense of self, and she talks to the baby in a certain way, and the baby learns to internalize the sense of self that the mother also has. Die Mutter hat ein Selbstgefühl und spricht deswegen auf eine bestimmte Art mit dem Kind, das daraufhin dieses Selbstgefühl internalisiert und selber entwickelt. So this is something that we can benefit from modern psychology. It can help us understand how it is that the sense of self is a construct. Dadurch haben wir einen Vorteil und profitieren von der modernen Psychologie, weil wir besser verstehen, inwiefern dieses Selbstgefühl ein Konstrukt ist. But the Buddhist point is something more than that. Der buddhistische Gesichtspunkt, der geht aber darüber hinaus. The most important teaching of the Buddha, I think, is the connection between this sense of self and dukkha, suffering. Das Wichtigste meiner Ansicht nach ist die Verbindung von diesem Selbstgefühl und den Lehren über Dukkha. In other words, the sense of self, according to the teachings of the Buddha, the sense of self is haunted or shadowed by dukkha, by the feeling that, by some discomfort, that the fundamental anxiety or discomfort or dissatisfaction that I talked about earlier, this is inherent to the sense of self. It's built into the delusion of a separate self. Das Gefühl eines Selbst, das wird überschattet und verfolgt von diesem Gefühl der Ängstlichkeit, dieses Unbehaglichsein und der Unzufriedenheit, die in ihm enthalten sind. Die beiden sind miteinander verbunden und führen zu diesem unzufriedenen Gefühl des Getrenntseins von dem Rest der Welt. Why is that so? Und warum ist das so? This is very important. Das ist sehr wichtig. Because the sense of self is not a real self. Denn dieses Selbstgefühl ist ja kein wirkliches Selbst. Because it has no reality of its own. As I said, it's a bunch of processes. Es hat keine Realität von seiner eigenen Seite aus. Es ist nur ein Bündel von Vorgängen. It means that this sense of self is always insecure. Dieses Selbstgefühl ist deswegen immer verunsichert. Always uncomfortable. Niemals wirklich entspannt. Always anxious to some degree. Immer ein bisschen ängstlich. It's not only insecure, it is necessarily insecure because there is nothing there that could be secured. Es ist nicht nur einfach unsicher, sondern es ist notwendig unsicher, denn es gibt nichts dahinter, das ihm Sicherheit verleihen könnte. And all of us experience that, even if we don't understand what it is we are experiencing. Und wir erfahren das alle, selbst wenn wir nicht wissen oder verstehen, was wir eigentlich erfahren. The way we usually experience it is as a sense of what I like to call a sense of lack. Wir erfahren es meistens in der Form des Mangels. We have the sense, all of us, that something is wrong with me. Something is missing. Something isn't quite right. Wir haben immer das Gefühl, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Es fehlt irgendwas. Irgendetwas ist nicht ganz in Ordnung. I think this is one of the great secrets of life. Und das ist ein großes Geheimnis des Lebens. We all have this feeling deep inside us, but we don't realize that everyone else does too. Wir haben dieses Gefühl alle in uns und wissen gar nicht, dass alle anderen das auch haben. Growing up is learning to deal with that fundamental discomfort by learning to play social roles. Erwachsen werden bedeutet,
zu lernen, mit diesem Gefühl der Unangemessenheit umzugehen, indem wir bestimmte soziale, gesellschaftliche Rollen erfüllen. But the sense of lack doesn't go away. Aber dieses Gefühl des Mangels geht dadurch nicht fort. It's still there. Es bleibt dort. We can say then that the sense of self that we usually have is always haunted or shadowed by this sense of lack, by this feeling that something is wrong with me. Wir können also sagen, dass dieses Selbstgefühl, das wir haben, immer überschattet ist von dem Gefühl des Mangels, dass irgendetwas fehlt. And here's where the real problem occurs, the fundamental ignorance. Und da entsteht das grundlegende Problem, beziehungsweise die grundlegende Unwissenheit. We all have this sense of self, we all have this sense of lack, that something is wrong with me, but what is it specifically that's wrong with me? Wir alle haben dieses Selbstgefühl, alle dieses Gefühl des Mangels und dass etwas falsch mit mir ist, aber was ist es spezifisch, das mit mir falsch ist? Usually we don't realize it's something about the nature of the sense of self. Wir wissen normalerweise oder realisieren es nicht, dass dieses Gefühl des Mangels zusammengeht oder zur Natur des Selbstgefühls gehört. So depending on the kind of culture that we grow up in, we are conditioned to understand our sense of lack in a certain way. Und je nach Kultur, in der wir aufgewachsen sind, sind wir konditioniert, diesen Mangel auf eine bestimmte Art und Weise zu interpretieren und zu verstehen. Maybe 1,000 years ago in Europe, people believed in the Catholic Church, so they would understand their sense of lack as due to sin, including the original sin of Adam and Eve. Vor 1,000 Jahren hier in Europa haben viele Menschen wahrscheinlich in der katholischen Kirche dieses Mangelgefühl auf die Erbsünde, auf dieses Gefühl, sündig zu sein, unvollkommen, ungut zu sein, geschoben. Today we live in a more materialistic and individualistic culture, so we tend to understand our sense of lack in a different way. Heute leben wir in einer materialistischeren und individual Gesellschaft. Deswegen verstehen wir diesen Mangel anders. I'm a visitor to Germany, so I should be careful what I say about Germany, but I can say about the United States. Ich bin hier ja nur Besuch in Deutschland, deswegen werde ich vorsichtig sein. Ich kann nur etwas mit Sicherheit über die Vereinigten Staaten sagen. To grow up in the US is to learn very quickly what it is that I lack, what's wrong with me. In den USA zumindest ist es so, dass wir sehr früh lernen, was mir fehlt und was verkehrt an mir ist. I don't have enough money. Mir fehlt Geld. I don't have enough consumer toys. Ich habe nicht genug Konsumgegenstände. And it doesn't matter how many or how much I may have, because it's never enough. Und da ist es auch völlig egal, wie viel ich habe, denn es ist so und so nie genug. That's the terrible trap that we get caught in when we understand our sense of lack as something that it's outside us that we don't have enough of. Das ist natürlich eine schreckliche Falle, in die wir geraten, wenn wir nicht merken, dass dieses Gefühl des Mangels nicht in uns liegt, sondern außerhalb, in der Welt, da draußen. Because the desire for money is not the real problem, it's just a symptom of a much deeper problem. Das Verlangen nach Geld ist ja wirklich nicht das Problem, sondern Symptom eines viel tieferen Problems. And I think this explains a lot about why, at least in American society, we become so obsessed with money. Und das erklärt zumindest, warum zumindest in den Vereinigten Staaten so viel Obsession bezüglich des Money, also Besessenheit nach Geld, existiert. Money comes to represent the possibility of filling up and resolving this sense of lack, the feeling that something is wrong with me. Das Geld übernimmt die Funktion, den Irrglauben zu füttern, dass wir, wenn wir genug davon hätten, dieses Mangelgefühl ausgleichen können. Money is a very interesting example here, because actually, in and of itself, money has no reality of its own. Und das ist ein sehr interessantes Beispiel, denn das Geld hat ja von seiner eigenen Seite aus keine Existenz. You can't eat a 10-Euro-Note. Du kannst einen 10-Euro-Schein nicht essen.
or you don't want to eat. Ich empfehle es zumindest nicht. You also can't drive in it. You can't sleep under it. Du kannst darunter nicht schlafen. Du kannst es nicht als Fahrzeug benutzen. Money is a social construction. It's something that we have agreed. Geld ist selber nur ein gesellschaftliches Konstrukt, über das wir uns geeinigt haben. Although in and of itself, the €10 note has no value. Actually, it's the most valuable thing of all because we have an agreement, a social agreement, that we can exchange it for almost anything. Obwohl dieser 10-Euro-Schein keinen Wert in sich besitzt, haben wir eine Übereinkunft getroffen und dadurch wird es austauschbar und das Wertvollste von allem. As we know, we can use money to buy almost anything in the modern world. In der modernen Welt wissen wir, dass wir mit Geld fast alles kaufen können. And since the idea that we can satisfy all of our desires is how we tend to think of happiness. Und wenn wir Glück so verstehen, dann wird es davon unterstützt, wenn wir Glück so verstehen, dass wir all unsere Verlangen damit erfüllen können. Money comes to represent, to symbolize for us happiness. Dann wird Geld das Symbol für uns von glücklich sein. Does this make any sense? Macht das Sinn? Of course, money is not the only thing, the only way that we try to fill up our sense of life. Aber unser Gefühl von Mangel versuchen wir nicht nur mit Geld auszufüllen. Another important example is, I think, our obsession with fame, becoming famous. Ein anderes könnte zum Beispiel unsere Besessenheit davon sein, berühmt zu werden. I'm thinking of how many teenage boys in the United States want to become rock stars. Ich denke nur daran, wie viele junge Rockstars werden möchten in den Vereinigten Staaten. What's the fascination of fame? Why is that so attractive? Warum ist man von Berühmtsein so fasziniert? Was ist daran so anziehend? If the fundamental problem is that I don't feel really real enough. Wenn das grundlegende Problem ist, mich nicht richtig real zu fühlen. What if I can see myself through the eyes of so many other people who are looking at me? Was ist dann los, wenn ich mich durch die Augen von ganz, ganz vielen anderen betrachtet sehe? In the kind of culture we have today that is filled with screens and people on screens, famous actors, for example. In unserer Gesellschaft gibt es so viele Bildschirme, die angefüllt sind mit vielen berühmten Schauspielern. We tend to think of these people as the most real, the most important people, right? The famous actors, the famous politicians. Dann glauben wir, dass das die realsten Menschen sind, weil sie berühmt sind, die Politiker, die Schauspieler. In comparison with them, I feel anonymous, as if I am nobody. Da, im Vergleich dazu bin ich doch ganz anonym, ein Nichts, ein Niemand. So, how can I become somebody? I can become famous like them. Wie kann ich denn dann jemand werden, indem ich berühmt werde wie sie? A third example is, I think, romantic relationships. Und ein drittes Beispiel sind romantische Liebesbeziehungen. Right. Again, if the fundamental problem is this sense of lack that I have, how wonderful if I can just find the other perfect partner, they will fill up my sense of lack. Ja, wenn ich selber so einen Mangel fühle, wie wunderbar wäre es dann, einen perfekten Partner zu finden, der diesen Mangel genau ausfüllen könnte. It's a kind of romantic myth that all of the movies and the books spread, right? Dieser romantische Mythos wird von allen Büchern und ganz vielen Filmen unterstützt. Hmm. You remember the fairy tales, and they always end with, in English, and they lived happily ever after. Die meisten Märchen enden doch so, und so lebten sie immer da. If only it were so simple. Wenn das so einfach wäre. Those of us who have been married know that getting married doesn't solve all of your problems. Diejenigen von uns, die verheiratet waren, die wissen, dass verheiratet sein nicht alle unsere Probleme löst. In fact, some of the problems are just beginning. Und dazu können einige dieser Probleme erst dadurch entstehen. But this does point to a particular problem
if our expectations in the relationship are too high, you see? Und das zeigt auf ein Problem, nämlich die Erwartung. Wenn diese zu hoch sind, so if I feel that when I find the right partner, then this person will fill up my sense of lack. I will feel complete. Dann ist es so, dass wir glauben, dass der andere, der richtige Partner, mein Gefühl des Mangels ausfüllen wird, bis ich mich erfüllt fühle. When this doesn't happen, then oh, I must not have the right person, you see? Also, wenn das dann nicht der Fall ist, dann glaube ich, dass ich vielleicht nicht den richtigen Partner habe. Maybe the problem isn't so much the partner, but our exaggerated expectations. Vielleicht ist gar nicht das Problem mit dem anderen, sondern unsere übertriebenen Erwartungen. And there are other examples we can give. I think the desire for power. Und es gibt weitere Beispiele, zum Beispiel das Verlangen nach Macht. Power is the ability to control something, to make something happen, yes? Denn es ist die Möglichkeit, etwas zu kontrollieren und etwas geschehen zu lassen. Somebody who craves power, through this, it is their attempt to feel more real in the world. Wenn jemand machtlüstern ist, dann ist das sein Versuch, sich realer zu fühlen in der Welt. But they all of these attempts to fill up our sense of lack, which I call our lack projects or our reality projects, because they are how we try to make ourselves feel more real. All of these projects are doomed to fail. Aber all diese Projekte, die wir genannt haben, die nenne ich diese Mangelprojekte oder diese Wirklichkeitsprojekte, denn sie laufen darauf hinaus, dass wir versuchen, den Mangel auszufüllen und uns realer zu fühlen. Die sind von vornherein dazu verdammt zu scheitern. Because all of them are just symptoms of a more basic problem. Denn all diese sind lediglich Symptome eines viel grundlegenderen Problems. If money is your way to fill up your sense of lack, you will never have enough money. Wenn Geld deine Strategie ist, diesen Mangel auszufüllen, wirst du nie genug Geld haben. If fame is your way to fill up your sense of lack, you will never be famous enough. Wenn Berühmtheit deine Strategie ist, diesen Mangel auszufüllen, wirst du nie berühmt genug sein. If romantic love is your way to fill up your sense of lack, your partner will never be good enough. Wenn romantische Liebe deine Strategie ist, diesen Mangel auszufüllen, dann wird kein Partner gut genug sein. And if power is your way of trying to fill up your sense of lack, you will never feel powerful enough. You will become paranoid. Und wenn Macht deine Strategie ist, diesen Mangel auszugleichen, dann wirst du niemals mächtig genug sein und du wirst völlig paranoid. For example, Stalin in the Soviet Union. In his time, perhaps the most powerful person, certainly one of the most powerful people in the world, but if you read his story, he became incredibly paranoid. He could never feel secure enough, you see? Nehmen wir bei Stalin, zu seiner Zeit vielleicht der oder einer der mächtigsten Menschen der Welt, aber wenn du seine persönliche Geschichte liest, stellt man fest, dass er sich völlig unsicher fühlte, niemals genug Sicherheit hatte und völlig paranoid geworden ist. So to say it again, all of these obsessions or preoccupations that we fall into are due to this sense of lack that comes from the fact that the sense of a separate self inside that is separate from the rest of the world, that this is not real. And it can never become real enough. Das deutet darauf hin, dass diese Besessenheit mit irgendetwas, die Sorge, die wir uns um etwas machen, alle mit diesem Gefühl von Mangel zu tun haben, durch das wir uns von dem Rest der Welt getrennt fühlen und uns nicht wirklich real fühlen. Und egal, welche Strategie wir verfolgen, wir können niemals real genug werden, um diesen Mangel auszugleichen. I think it's really important to see the connection between this fundamental teaching of the Buddha about dukkha and not self, and the kinds of ways that our society is stuck. Und ich glaube wirklich, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Zusammenhänge, diese grundlegenden Zusammenhänge der Lehren über dukkha und der Selbstlosigkeit verstehen, die Lehren des Buddhas, um auch zu verstehen, wo unsere Gesellschaft feststeckt. These problems that we've been talking about, such as
obsession with money. These are not simply individual problems. This actually points to a social problem, because our society as a whole is stuck in this way. Denn diese Probleme mit Geld zum Beispiel, das sind gar keine individuellen Probleme, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Gesellschaft als Ganzes ist da drin stecken geblieben. There's an important connection between this sense of lack that we all have and consumerism. Es gibt zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen diesem Gefühl des Mangels und unserer Konsumhaltung. We have an economic system that uses our sense of lack in order to sell us things. Wir haben ein ökonomisches System, das unser Gefühl des Mangels benutzt, um uns etwas zu verkaufen. Our economic system requires us to think that it's always the next thing we buy that will make us happy. It's always the next thing, because whatever we buy now doesn't do it enough. It can't do it. So we are in a kind of a treadmill, and we never become happy, but we stay obsessed with consumerism. Das System basiert auf dem Prinzip, dass uns immer vorgemacht wird, dass wir etwas Neues und Zukünftiges, Nächstes brauchen, um glücklich zu sein, denn das, was wir gerade gekauft haben, erfüllt dieses Verlangen nicht, macht uns nicht glücklich, so dass wir in einer Tretmühle sind, die sich immer schneller dreht. We can talk more about the social implications of our sense of lack later, if you like. But what I want to focus on now, of course, is understanding the Buddhist path from this perspective. Wir können sicherlich später gerne noch über die gesellschaftlichen Implikationen, die dieses Verständnis mit sich bringt, sprechen. Aber jetzt möchte ich darüber sprechen, was der buddhistische Pfad ist, der uns daraus befreien kann, was das bedeutet in der buddhistischen Lehre. Because Buddhism gives us a clear analysis of the problem and shows us how we can actually resolve the root problem. Denn der Buddhismus gibt uns nicht nur eine klare Analyse des Ist-Zustandes, sondern auch einen Weg daraus heraus. Because the sense of lack is connected, because it is the shadow of the sense of self, by undoing or deconstructing the sense of self, we also deconstruct the sense of lack. Es basiert darauf zu verstehen, dass dieses Mangelgefühl der Schatten des Selbstgefühls ist. Wenn wir also das Selbstgefühl auflösen, dann verschwindet auch das Mangelgefühl. In other words, the Buddhist path is about deconstructing this sense of separate self and reconstructing our relationship with the world. Der buddhistische Weg besteht also darin, dass wir dieses illusorische Selbstgefühl abbauen und stattdessen ein Selbstgefühl der sozialen Bezogenheit auf andere aufbauen. So I'd like to spend a little time talking about these two processes. These, I think, are the two fundamental things we are doing when we are on the Buddhist path. Reconstructing our sense of self, but we are also deconstructing it. And these two things go together. Und über diese beiden fundamentalen Aspekte des buddhistischen Pfades möchte ich jetzt etwas sprechen. Auf der einen Seite bauen wir ein Selbstgefühl auf, was aus der Bezogenheit zu anderen gespeist ist, sich darauf aufbaut. Das konstruieren wir, das üben wir. Und das andere ist immer, dass wir zugleich abbauen jegliches falsches Selbstgefühl, was mit dem Schatten des Mangels verbunden ist. Let me say a little bit about the reconstruction process first. Zunächst möchte ich mit diesem neuen Aufbau eines Selbstgefühles anfangen. I think that if we really understand this, this gives us a lot of insight into what karma is about. Wenn wir das richtig verstehen, dann verstehen wir auch, was Karma bedeutet, worum es dabei geht. And here I'm going to give you probably a completely different explanation of karma than you are familiar with. Und das ist wahrscheinlich jetzt eine völlig andere Erklärung von Karma als die wir traditionell erhalten und die wir alle kennen. At the time of the Buddha, most people believe in something like karma, but they understood it in a kind of mechanical way. Zur Zeit des Buddhas glaubten die meisten Menschen an das Karma, aber verstanden es auf eine mechanistische Art und Weise. So, for example, it's about sacrificing or engaging in rituals. If you do it in the right way,
you will get what you are sacrificing for. I didn't say that very well. Es enthielt zum Beispiel den Glauben, dass wenn etwas rituell richtig durchgeführt wurde, zum Beispiel Opfergaben, dass dann automatisch das, wofür du es gemacht hast, die Frucht dieser Handlung sein würde. For example, maybe I'm a merchant in the time of the Buddha and I want my wife to give birth to a baby boy. Wenn ich zum Beispiel, everyone wants a boy in those days, of course. Wenn ich zum Beispiel Händler bin und möchte, dass meine Frau einen Jungen gebärt, denn das wollten damals alle. So I hire a Brahmin priest to do a ceremony. And if he does the ceremony in the right way, then naturally I will receive a baby boy. Und dann würde ich einen Brahmanen, einen Priester, anheuern, ihn bezahlen und wenn er es dann auf die richtige Art und Weise macht, dann würde ich natürlich einen Jungen bekommen. So if my wife gives birth to a girl, either he made a mistake or it will be in the future I will get a boy, something like that. Wenn meine Frau dann ein Mädchen gebärt, dann hat entweder der Priester etwas verkehrt gemacht oder es ist einfach dann in der Zukunft das nächste Kind, was ein Junge sein wird. One of the most important and revolutionary teachings of the Buddha was to introduce something completely new here. Und was der Buddha dann eingeführt hat, das war wirklich revolutionär und ganz neu. Karma isn't about ritual. Karma is about intention and motivation. Karma, da geht es gar nicht um das Ritual, sondern es geht um die Motivation und die Absicht. I think what the Buddha is pointing out here is that if you want to transform how you experience the world, if you want to transform how you experience other people and how they respond to you, there's a very simple way to do it. Der Buddha möchte zeigen, dass wenn du deine Art, die Welt zu erfahren und wie du andere Menschen wahrnimmst und wie sie auf dich reagieren, transformieren möchtest, dann gibt es einen ganz einfachen Schlüssel dafür. The way to transform how you experience the world is simply change your motivations. Die Art, wie du deine Erfahrung der Welt verändern kannst, ist einfach, besteht darin, dass du deine Motivation, deine Gesinnung verändern musst. I'm not talking here about the fruits or the results of karma. I'm only talking now about the action. Ich rede hier nicht über die Früchte des Karma, sondern lediglich über die Handlung. The word karma literally means action. But what happens is usually in daily life we're thinking about the results, what's going to come back to us later. Karma bedeutet eigentlich Handlung, aber wir verstehen es oder assoziieren immer damit die Früchte, die dann später daraus entstehen. I think this is missing the fundamental point. In English we would say it's putting the cart before the horse. Das ist wirklich den Karren vor den Ochsen spannen. You will remember that a few minutes ago I talked about the self as a construct of habitual patterns of behavior. Ja, erinnert euch, dass wir vor einigen Momenten von dem Selbst als ein Konstrukt von Gewohnheitsmustern gesprochen haben. The self is made up of habitual ways of thinking and feeling and acting. Gewohnheitsmuster im Denken, im Fühlen und im Handeln. What are the most important parts? What are the most important parts of that sense of self? Und was sind die wichtigsten Teile dieses Selbstgefühls? It's our habitual motivations. Und das sind unsere gewohnheitsmäßigen Absichten. If I am usually motivated by what the Buddha called the three poisons, greed, ill will, and the delusion of separate self, I literally live in a different world. I experience the world in a completely different way from someone who is motivated by generosity, loving kindness, and the realization that my well-being is not separate from others' well-being. Wenn die Gesinnung das ist, wodurch ich die Welt erfahre, dann ist es so, dass die drei Gifte, die der Buddha nennt, entscheidend sind. Wenn ich immer handle auf einer Grundlage von Begierde, von
Ablehnung, von Hass oder von Unwissenheit, dann lebe ich tatsächlich in einer anderen Welt, als wenn meine ganze innere Einstellung geprägt ist von Großzügigkeit, von liebender Güte, von dem Verständnis, dass es kein getrenntes Selbst gibt. Again, our basic motivations are at the core of our being, and more than anything else, they determine how we actually experience the world. Und wir müssen verstehen, dass die Gesinnung, aus der heraus wir etwas tun, wirklich im Herzen unseres Innersten, unseres Lebens liegen und dass das aus dem heraus wir unser ganzes Leben gestalten. For example, if I'm motivated a lot of the time by greed, when I approach a situation, right? I'm playing a kind of a game. I know you have a lot of money. I wonder what I have to do to get some of that money. Wenn zum Beispiel die Hauptmotivation meines Lebens die Gier ist und dann begegne ich jemandem, der viel Geld hat, dann fange ich automatisch an zu überlegen, wie kann ich die Situation nutzen, um möglichst viel daraus zu holen. Of course, when we live in this way, sooner or later, other people, they get a feeling for what we're doing, where we're coming from, and they respond to us in a certain kind of a way. Und nach einer Zeit merken die Menschen, was eigentlich unser Antrieb ist. Und dann werden sie auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. When I'm motivated by greed, I have to hide my true self, my true motivations. Und wenn ich durch von Gier angetrieben bin, dann muss ich diese Motivation, meine wahren Absichten, verbergen. It makes me feel more separate and it reinforces the fundamental problem. Dann fühle ich mich noch getrennter von den anderen und dann wird das Problem, das grundlegende Problem, noch größer. If I'm motivated, however, by generosity, then I can relate to people in a very different way. I can be open, I can be relaxed, I don't have to pretend to be somebody or do something that I'm not. And because of this, I'm going to experience other people and they will experience me in a very different way. Während wenn mein ganzes Handeln von Großzügigkeit, von Großherzigkeit motiviert ist, dann kann ich viel offener sein, dann kann ich viel entspannter sein. Dann muss ich nicht so tun, als wäre ich etwas, was ich gar nicht bin. Und dann erfahren mich die Menschen auch auf eine Art und Weise und reagieren anders auf mich. From this perspective, the sense of, let's say, karma. From this perspective, karma isn't something that I have. Karma is actually what I am. Is it a problem with the microphone? Ah, oh, thank you. Aus dieser Perspektive ist Karma nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin. Danke. Und nicht das, was ich habe, sondern das, was ich bin. I don't deny that what we do has consequences, of course. Damit will ich gar nicht abstreiten, dass das, was wir tun, Konsequenzen hat. I don't deny the law of karma, but my point is, we don't need to be concerned about that. Ich bestreite auch nicht, dass es ein Karma-Gesetz gibt. Ich möchte lediglich sagen, dass wir uns darum keine Sorgen machen sollen. I didn't say that right. We need to be concerned with our motivations. Aber auch das würde nicht ganz stimmen, denn wir sollten uns Gedanken über unsere Gesinnung und über unsere Absichten machen. If we're concerned about that right here and now, to make sure that we transform our motivations, to make sure that I'm motivated not by greed, ill will, delusion, but by generosity and so forth, then the rest of it will take care of itself. Also in der Hinsicht, dass wir uns jeden Augenblick bewusst werden, dass wir möglichst ohne Gier, möglichst ohne Abneigung oder Unwissenheit handeln, dann wird der Rest selber sich um sich kümmern. This way of understanding karma is very empowering. Und diese Art, Karma zu verstehen, gibt dir wirklich Macht, gibt dir Kraft. Because we always have this choice, we always have this ability to decide what is going to be our motivation right here and now in response to any situation.
Denn das ist das, wo wir frei sind. Das haben wir in der eigenen Hand, in jeder Situation auf die eine oder die andere Art mit einer verschiedenen Motivation zu reagieren. This is very different from an understanding of karma, where karma is, oh, these terrible things happen to me and I just have to put up with them because it's my karma from the past. Das ist ein völlig anderes Herangehensweise und Verständnis von Karma als diese Redeweise zu sagen, oh, das ist mein Karma, es ist so schlimm, was ich da aus der Vergangenheit verbrochen habe und das muss ich halt jetzt ertragen. Mm-hmm. I'm reminded of a famous old verse in English. And I don't know where it comes from. I think no one knows. But this is a beautiful description of how it is that our motivations determine how we experience the world. Es gibt ein Vers, von dem ich leider nicht weiß, wo er herkommt, aber er beschreibt sehr schön, inwieweit davon die Erfahrung der Welt, die wir haben, abhängt von unserer Gesinnung. It describes better than anything else I know how we can reconstruct ourselves in this way. Und es beschreibt wunderbarer als irgendwo anders, wie wir uns neu aufstellen, neu konstruieren können. It's a very simple four lines. Es sind ganz einfache vier Zeilen. The first line, so a thought, so in the sense of planting, you know, throwing out seeds, so a thought and reap a deed. So ein Gedanke ist wie etwas Aussehen und die Frucht und so wird man auch die Früchte ernten. So a deed and reap a habit. So wie du die Gewohnheit, so wie du eine Handlung ausführst, so wirst du auch eine Gewohnheit bilden. So a habit and reap a character. So wie du eine Gewohnheit ausbildest, wirst du einen Charakter entwickeln. So a character and reap a destiny. Und so wie du deinen Charakter ausbildest, so wird dein Schicksal sein. In Buddhist terms, our motivations create our actions. Our habitual actions create habits. These habits construct, compose our sense of self, our character. And although it's not always so easy, nonetheless, this deeply affects how we experience, not only experience the world, but how the world experiences and responds to us. Aus der buddhistischen Sicht ist es die Gesinnung, die unsere Handlung leitet und sie prägt und dadurch auch unsere Gewohnheitsmuster und dadurch auch unser Selbstgefühl. Und das ist unser Charakter und ganz tief beeinflusst das, wie wir die Welt erfahren und wie die Welt uns erfährt. In other words, you can say, we are punished not for the bad things we do, but by the bad things we do. If that makes any sense in German. Wir werden, könnte man sagen, eher nicht dadurch gestraft, dass uns bestimmte Dinge passieren oder die wir tun, sondern durch die Dinge, die wir tun. And I'm also reminded of the last line in Spinoza's Ethics, his great philosophy work. In dem ethischen Hauptwerk von Spinoza. Spinoza said, happiness is not the reward for goodness. Happiness is goodness itself. Sagt er, dass Glück nicht die Belohnung für Güte ist, sondern Güte ist Belohnung in sich selbst. Because a virtuous person lives in a certain kind of world. Denn eine gütige, eine tugendhafte Person lebt in einer glücklichen Welt. Does this make any sense? Könnt ihr damit was anfangen? Ist das? I think it's really important because even if today some of us are agnostic, we don't know what to think about the law of karma and rebirth. In a way, it doesn't matter. This deep psychological spiritual truth is true whether or not there's a cosmological law of karma and rebirth. Ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, denn selbst die Agnostiker, die Ungläubigen unter uns, die nicht wissen, ob es so ein Karma-Gesetz wirklich da im Universum gibt, aber diese psychologische Wahrheit, dass wir in einer Welt leben, die von unserer Gesinnung abhängt, die ist auf jeden Fall wahr. In any case, our spiritual path remains the same.
Our job is to do the very best we can right here and now. In gewisser Weise ist unsere Aufgabe auf dem spirituellen Weg immer die gleiche, denn wir sollen jeden Moment das Beste tun, was wir können. Our job is to be concerned about our motivations, and we let the fruit of our actions take care of itself. Unsere Aufgabe besteht darin, uns unsere eigene Gesinnung und Motivation zu kümmern, und dann können wir getrost die Früchte vergessen. Die werden sich schon sich selber kümmern. There's something very liberating about that, I think. Ist es nicht unglaublich befreiend? But let me say now, let me shift. I talk about the Buddhist path, the spiritual path, as deconstructing and reconstructing the sense of self. I've talked a bit about understanding karma as the reconstructing our sense of self. Let me now spend the rest of my time talking about the deconstruction. Wir hatten angedeutet, dass das zwei Bereiche geht, das eine ein neues Selbstgefühl aufzubauen. Und jetzt möchte ich über den anderen Teil sprechen, nämlich den Teil, wo es darum geht, dass wir das falsche Selbstgefühl abbauen. I think this is very helpful for helping us understand what is happening when we are meditating. Denn es ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben, zu verstehen, was wir eigentlich machen, wenn wir meditieren. Please remember, the sense of self is composed of these habitual ways of thinking and feeling. Erinnert euch daran, dass dieses Selbstgefühl einfach ein Gewohnheitsmuster von Gedanken und Gefühlen sind. What are we doing when we're meditating? Well, if we're really meditating, when those thoughts and feelings come to mind, we let them go. Was tun wir eigentlich, wenn wir meditieren? Was passiert ist, dass wir diese Dinge, diese Gewohnheitsmuster auftauchen lassen und dann sie loslassen. For example, if I'm watching a football game and the thought comes into my mind, a cold beer right now would really be nice. You know, I think we all have an experience, something like, I go to the fridge and I'm watching the game, I'm going to the fridge and I get the beer. And next thing I know, the beer is gone. It's kind of an automatic connection, right? Als Beispiel ist, wenn wir ein Fußballspiel schauen und das Verlangen nach einem kalten Bier auftaucht, dass man ganz automatisch zum Kühlschrank geht, eins rausholt, geschickt öffnet und dann ist das fast ein Automatismus und mit mal ist es leer. But if I'm meditating, and the thought comes into my mind, a cold beer would be really... If I get up and go to the fridge, I'm not meditating anymore, right? Aber wenn ich meditiere und der Gedanke taucht auf, jetzt wäre doch ein kühles Bier ganz schön, und ich dann wirklich aufstehe und mir eins hole, dann bin ich gar nicht am Meditieren. So when I'm meditating, that thought might come into the mind, but I don't identify, I don't respond to it. And so, sooner or later, it drifts away. Yeah. In der Meditation so ein Gedanke auftaucht, dann identifiziere ich mich nicht damit und ich antworte nicht darauf. Und was passiert? Früher oder später verschwindet der Gedanke von allein. And because the sense of self is made up of these habitual ways of thinking, this process in the long run is deconstructing the sense of separate self. Und da das Selbst ja von diesen Gewohnheitsmustern und Gedanken auskonstruiert ist, wenn wir nicht mehr darauf reagieren, dann dekonstruiert sich auch dieses Selbstgefühl. This doesn't automatically lead to enlightenment, but it obviously makes it much more possible, much more likely. Das führt nicht automatisch zur Erleuchtung, aber dadurch wird Erleuchtung erst möglich und sehr viel wahrscheinlicher. As Chögyam Trungpa said, enlightenment is always an accident, but meditation makes you much more accident prone. So hat es Chögyam Trungpa gesagt, dass Erleuchtung zwar ein Zufallsprodukt ist, aber du wirst diesem sehr viel, ja, man kann es auch als Unfall übersetzt, aber das ist fraglich, ob er das so meint. Aber auf jeden Fall entwickelst du durch Meditation eine Anlage dazu. Also du wirst sehr viel geneigter, dass es dir widerfährt. One of the great Japanese Zen masters, Dogen Keegan, he described this process very well, I think. Dogen Keegan, ein großer japanischer Zen-Meister, hat diesen Vorgang sehr gut beschrieben. He wrote, "To study Buddhism is to study yourself."
Buddhismus zu studieren ist, sich selbst zu studieren. To study yourself is to forget yourself. Sich selbst zu studieren ist, sich selbst zu vergessen. To forget yourself is to experience your intimacy with the 10,000 things or all of the things in the world. Sich selbst zu vergessen bedeutet die innige Verbundenheit mit den 10,000 Dingen, das ist die ganze Welt, zu erfahren. This is beautiful, I think. Yeah? Ist das nicht schön? Why do we meditate? To realize something about who or what we really are. That's the first point. To study Buddhism is to study yourself. It's not just philosophy. We really want to solve this question. Who am I? What am I? Was bedeutet Philosophie? Was bedeutet Buddhismus? Der erste Punkt ist wirklich zu erfahren, wer bin ich? Sich selbst zu studieren. Es ist nicht nur auf philosophischer Ebene, sondern es wirklich zu erfahren, wer ich wirklich bin. And then Dogen says, to study yourself or to inquire into yourself is to forget yourself. Very strange. Und dann sagt Dogen, und das ist sehr merkwürdig, oder? Sich selbst zu studieren bedeutet, sich selbst zu vergessen. If there were such a thing as a real self, how could we forget it? Wenn es so ein Selbst wirklich gäbe, wie könnten wir es dann vergessen, wenn wir danach suchen? But if the sense of self is a construct that can be deconstructed, then we can learn to forget it, or let us say, we can learn to let go. Wenn das Selbst aber nur ein Konstrukt ist, dann ist es natürlich möglich, dass wenn wir es suchen, dass wir es dann loslassen können oder eben uns selbst zu vergessen, wie Dogen sagt. And then Dogen says, he continues, to forget yourself is to realize your intimacy with, or you could say, your non-duality with all the rest of the world. Wenn Dogen dann fortführt und sagt, sich selbst zu vergessen, ist diese innige Verbundenheit mit dem Rest der Welt zu erfahren, dann könnte man auch sagen, es ist die Nicht-Dualität zu erfahren. He's talking about the disappearance of this sense of separation, that I'm inside and the rest of the world is outside me. That's what he's really talking about, feeling my intimacy. Now I'm not alienated. I don't feel this sense of strong separation. I feel that I'm now part of everything. Er spricht von diesem Getrenntseinsgefühl, das verschwindet, durch das wir zuvor uns selbst in uns fühlten und die Welt da draußen. Das verschwindet aus. Und wenn das verschwindet, sind wir auch nicht der Welt mehr fremd. Wir sind Teil der Welt und wir sind eins mit der Welt. And this has really important implications for the meaning of our lives. Und das hat wirklich bedeutende Konsequenzen für den Sinn unseres Lebens. As long as I have the feeling that there's a me separate from other people, inevitably a lot of my life is going to be about trying to secure myself and about my own well-being, separate from your well-being. Denn solange ich dieses Selbstgefühl habe, ein getrenntes Selbst von dem Rest der Welt, dann wird meine ganze Sorge sein, wie ich das sicherstellen kann, mein Wohlergehen völlig unabhängig und getrennt von deinem und vom Wohlergehen der anderen. When I can let go of this delusion of separate self and realize that I'm not separate from everyone and everything else, then I realize my well-being is not separate from your well-being, the well-being of other people. Wenn ich die Illusion aufgeben kann, dass mein Wohlergehen getrennt von deinem Wohlergehen und das aller anderen fühlenden Wesen ist, dann ist mein Wohlergehen eins mit dem Wohlergehen aller. So. And I think this also helps us understand what is sometimes called the way of the Bodhisattva. Und das hilft uns auch zu verstehen, was manchmal als der Weg des Bodhisattvas bezeichnet wird. Maybe I should ask, how many of you are familiar with the concept of the Bodhisattva? Wer von euch kennt das Bodhisattva-Konzept? Okay, this is very important in Buddhist philosophy, or not just in philosophy. The Bodhisattva is someone who devotes himself or herself to helping other people, especially helping other people become awakened.
Bodhisattva ist jemand, der sein ganzes Leben dem widmet, anderen Menschen zu helfen, vor allen Dingen zu helfen, zu erwachen. Often this is understood as a kind of a sacrifice. Manchmal oder sehr oft wird das verstanden, als wäre das ein Opfer. But this misses the point, I think. Aber das geht völlig am Punkt vorbei. When I'm able to let go of myself and realize that I'm not separate from other people, then, as I said, your well-being and my well-being are not separate from each other either. Wenn ich dieses Gefühl des Getrenntseins aufgeben kann, dann ist mein Wohlergehen so und so nicht getrennt vom Wohlergehen der anderen. If I'm not separate from other people, how can my enlightenment be complete without their enlightenment? Wenn ich nicht getrennt bin von den anderen, wie könnte meine Erleuchtung oder Erwachen getrennt existieren, ohne dass die anderen erleuchtet wären oder erwachen? There's a wonderful statement about this by a... He's actually not a Buddhist, he's an Advaitin. He's a Hindu teacher called Nisargadatta. Es gibt einen Advaita Vedanta Lehrer Nisargadatta. But I think he expresses this better than anyone else I know. Und der ist gar kein Buddhist, aber er drückt es besser aus als irgendjemand anderes, den ich kenne. And it's a kind of summary of what I've been trying to say. Und er es ist eine Zusammenfassung von dem, was ich versucht habe zu sagen. He said, when I look inside and see that I am nothing, that is wisdom. Wenn ich nach innen schaue und sehe, dass ich niemand bin, dann ist das Weisheit. When I look outside and see that I am everyone, everything, that is love. Wenn ich nach draußen schaue und sehe, dass ich jeder bin, dass ich alles bin, dann ist das Liebe. Between these two, my life turns, he said. Und zwischen diesen beiden dreht sich mein Leben. Hmm? Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? I have to say it again. Okay, nochmal. When I look inside and see that I am nothing, that's wisdom. Wenn ich nach innen schaue und sehe, dass ich nichts bin, dann ist das Weisheit. When I look outside and see that I am everything, that's love. Wenn ich nach draußen schaue und sehe, dass ich jeder und alles bin, dann ist das Liebe. Wisdom and love, or wisdom and compassion, these are the two pillars of the Buddha's path. Und Weisheit und Liebe oder Weisheit und liebendes Mitgefühl, das sind die beiden Grundpfeiler des buddhistischen Weges. And Nisargadatta points to the relationship between them. Und Nisargadatta zeigt die Beziehung zwischen diesen beiden. Wisdom, insight into the delusion of separation. This realization is very important, but in and of itself it's not enough. How do we live this realization? Weisheit ist dieses Erkennen, dass da kein Getrenntsein ist, was wir in uns entdecken. Aber das alleine reicht nicht. Wie leben wir das? I realize maybe that I'm not separate from you, but the real challenge is to live in the way that this realization implies. Ich erkenne vielleicht, dass ich nicht getrennt von dir bin, aber worum es wirklich geht, ist, wie lebe ich dann danach? That way of living is called love. Diese Art zu leben, die kann man, oder die heißt Liebe. Das ist Liebe. Love here is not a feeling. Love is a basic orientation, a basic way of being in the world. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine grundlegende Haltung im Leben. And it's important that we bring the two of these together, wisdom and love. Und es ist wichtig, diese beiden zusammenzubringen, Balance zu bringen, Weisheit und Liebe. Does it make any sense? Yes. Yeah, yeah. Dogen himself, he described his own great awakening. After he awoke, he described, he said, I came to realize clearly that mind is nothing other than rivers and mountains and the great wide earth, the sun and the moon and the stars. Dogen sagte, ich
realisierte, als er seine Erleuchtung beschrieb, dass mein Geist nichts anderes ist als Flüsse, Berge, die große, weite Welt, die Sonne, der Mond und die Sterne. Mm-hmm. So, what is he saying? He's saying he realizes that his mind is not something in here, but it's all of this. Er will damit ausdrücken, dass der denkende Geist, Mind oder einfach nur Geist, nicht irgendwas da drin ist, sondern alles ist. If you realize that there is no inside, then there is also no outside, because the outside is not outside anymore. Does it make any different sense? Wenn du realisierst, dass da keine Trennung ist und dass es gar kein Innen gibt, dann gibt es auch kein Außen. Hmm. So each of us is not something alienated inside looking out at an objective world. Es ist nicht so, dass irgendjemand von uns der Welt entfremdet ist und irgendwie in sich und dann nach draußen schaut und da gibt es eine objektive Welt. Each of us is one of the many, many ways in which all of this, all of these causes and conditions, the whole universe, each of us is one of the many ways all of the whole universe is coming together right here and right now. Jeder von uns ist eine Art, wie dieses ganze Universum, die ganzen Ursachen und Bedingungen in uns in einem Wesen zusammenkommen. And therefore, built into this, as I said earlier, is this realization about a new way of living in the new world. A new way of living in the world, a new way of understanding that my well-being cannot really be separated from your well-being. Und das ist die Verwirklichung, dass wir auf eine neue Art in der Welt leben, dass wir auf eine neue Art die Welt erfahren und verstehen, dass mein Wohlergehen nicht getrennt von deinem Wohlergehen ist. In the Zen tradition that I have practiced in, awakening is sometimes described as the bottom falls out of the bucket. Manchmal wird in der Zen-Tradition, in der ich gelernt habe, Erleuchtung so beschrieben, dass der Grund des Eimers wegfällt. It's the realization that the sense of self has always been just the surface of something much deeper. Das ist die Verwirklichung, die Erkenntnis, dass dieses Gefühl des Selbst wirklich nur der Ausdruck von etwas viel Tieferem ist. Mm-hmm. Nur die Oberfläche. Right. So, if I can conclude with a rather complicated metaphor or analogy. Vielleicht darf ich mit einer ziemlich komplizierten Analogie, mit einer Metapher abschließen. Going back to our usual dualistic delusive way of understanding ourselves. Wenn wir zurückkehren zu unserer verblendeten und gewohnheitsmäßigen Sichtweise des Getrenntseins von uns selbst. It is as if at the very core of my being there is a hole, a kind of bottomless pit that can never be filled up. Dann ist es so, als gäbe es in meinem Innersten, in meinem Zentrum, ein bodenloses Loch, was niemals ganz aufgefüllt werden kann. I can never fill up this bottomless hole at my core. I can never resolve it. Dieses bodenlose Loch kann niemals aufgefüllt werden. Es kann niemals auf diese Weise gelöst werden. When we forget ourselves, this hole is transformed. Wenn wir uns aber vergessen, dann verwandelt sich dieses Loch. Before it was like a black hole, you know, the black hole sucking everything into it, and we're terrified of it. Zuvor war das wie ein schwarzes Loch im Universum, wo sich alles hineingesogen wird, und davor haben wir natürlich Angst. Now there's a kind of transformation at the core of one's being. Dann passiert im Innersten seines Wesens eine Verwandlung. The hole, the emptiness at the core of my being is now experienced as a kind of fountain or a spring of creativity.
diese Leerheit in meinem Innersten verwandelt sich mit einmal in eine Quelle, in eine Fontäne von Kreativität. It is the place at the core of my being where something greater than my ego is manifesting. Das ist das Zentrum meines Innersten, wo etwas Größeres als mein Ego sich manifestiert. This creativity springing up is something very mysterious. Diese Kreativität, die dort entspringt, die ist wirklich etwas sehr Mysteriöses. It's something that we can never understand. It's not something that we can ever grasp. Es ist etwas, was wir niemals vollständig verstehen können oder nur greifen. But we don't need to understand it. We don't need to grasp it. Aber wir brauchen das ja auch gar nicht. Wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen nicht danach greifen. Our challenge is to live, is to manifest, is our challenge is to be this springing forth from depths that we don't understand. Wir müssen es ja nur leben, wir müssen es ja nur ausleben, wir müssen es nur sein, wir müssen aus der Tiefe unserer Quelle heraus unser Leben gestalten. My life is this spring. There's a spontaneity to this creativity. Where does it come from? I don't know. I can never know, but I don't need to know. Unser Leben ist diese spontane Kreativität. Und es ist egal, woher sie kommt. Wir müssen das nicht wissen. Sie ist einfach da. Darauf können wir vertrauen. We can trust in that, no? So, exactly. Thank you. Right. And this is the fruit of the spiritual path. Und das ist die Frucht des spirituellen Pfades. Of course, this doesn't only happen with Buddhism. Und das passiert nicht nur mit Buddhismus. This can happen in many different spiritual traditions. Many things can help this to occur. Das kann in vielen spirituellen Traditionen passieren und es gibt viele Mittel, das zu unterstützen, dass das passiert. So. But of course it's important for us to not to simply taste different spiritual traditions, but actually experience but practice one of them deeply so that we can experience this. Und dafür reicht es nicht, viele oberflächliche Erfahrungen von verschiedenen Traditionen zu haben, sondern es geht darum, das in seiner eigenen innersten Tiefe zu erfahren und aus dem transformierten Selbst herauszuleben. When we want to discover water under the ground, we don't want to start digging new holes all the time. Wenn wir Wasser aus dem Grund schöpfen wollen, dann können wir nicht lauter kleine Löcher irgendwo bohren. So it's important to find a contemplative path that feels right and works for us and then keep at that. Wir müssen also irgendeine kontemplative Tradition finden, einen Pfad finden, eine Methode finden, die zu uns passt und die wir dann auch in die Tiefe verfolgen können. The path that can help us forget ourselves and realize our true nature. Der Pfad, der uns hilft, dass wir uns selbst vergessen können und dadurch unser wahres Selbst, unsere wahre Natur erfahren. I think that's enough for me. Ich denke, damit möchte ich jetzt schließen. Which also gives us plenty of time for discussion and questions. Denn dadurch haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, zur Diskussion und so weiter. So please relax, make yourself comfortable. What's the usual procedure? Is there sometimes a little break beforehand? No, or we'll go straight into the questions and discussion. Okay, and we have a microphone here, which we can pass around for those who want to pursue this. Yeah? Anybody? Why is the self so afraid to get lost? To get not lost, but meditation. If sometimes you get a bit on a point that it's losing its structure, why it is so afraid to? So maybe you can translate into German. Well, she could, but I can also do it. Warum ist das Selbst eigentlich so verängstigt, so angstvoll davor, sich selbst zu verlieren, den Grund und Boden zu verlieren, die Strukturen aufzulösen, vor allen Dingen in der Meditation? This is death for the ego self. Das ist tatsächlich Tod für das Ego selbst. To let go in that way is to be wiped out of existence in a way. In gewisser Weise ist auf diese Art zu existieren
tatsächlich das Ende zu existieren, nämlich auf diese Art zu existieren. So in the Zen world we talk about how sometimes a person can be sort of on the edge, but our natural contraction is to sort of come back from the edge, and we have to be able to really make the leap and kind of let go. Manchmal wird das in der Zen-Tradition so beschrieben, als würde man am Abgrund stehen und dann statt sozusagen eine natürliche Reaktion haben, zurückzuschrecken, statt wirklich den Sprung zu wagen in diese. Of course, it's not always so dramatic. Es ist nicht immer so dramatisch. And of course, it's not really death either. Und es ist natürlich nicht wirklich tot. It's rather a letting go, so something deeper can manifest. Es ist eigentlich vielmehr so, dass es ein Loslassen ist, so dass etwas aus der Tiefe auf entstehen kann und sich manifestieren. But the ego doesn't know that. It just feels it. It just can experience that as a kind of a fear of death. Aber das Ego weiß es nicht und erfährt es tatsächlich wie eine Art zu sterben, also des Todes, und davor hat es Angst. In terms of our actual practice, we simply have to keep coming to that point again and again, and then sometimes something can happen, but we can't make it happen. In Bezug auf unsere Praxis bedeutet, dass wir uns diesem Abgrund immer wieder nähern müssen, immer wieder den Mut haben, dahin zu gehen, und dann kann es irgendwann passieren. Wir können das aber nicht erzwingen, weil diese Reaktion natürlich ist. The ego can't do it because it's something that happens to the ego, you see. Das Ego kann das nicht machen, weil es dem Ego widerfährt. Please. Ist das dasselbe? Die Kundalini-Kraft im Becken erfahren und das Sprudeln merken. Ist das das, was Sie meinen? Like when you get the feeling of the Kundalini rising and bubbling up and like a fountain, like a spring. Is that the spring you're talking about when you say that the self is like a fountain or a spring? It's a good question. That's not what I was specifically thinking of when I talked about the fountain. But of course, there are relationships or correlates between the process that I was talking about and the Kundalini. In Zen too, there are people who experience the Kundalini, but the process is not always experienced in that particular physical fashion. Yeah. Das ist eine sehr gute Frage, und ich habe mich, wenn ich von der Quelle gesprochen habe, nicht spezifisch auf diese Form der Erfahrung bezogen, aber es gibt Korrelate, es gibt Analogien, es gibt Beziehungen zwischen diesem Vorgang des Erweckens der Kundalini und dem Vorgang der Transformation des Selbst und des Auftauchens des Selbst. Aber man kann das wahre Selbst auftauchen erleben in völlig anderen Körperregionen. Es ist nicht immer mit der Kundalini verbunden. What I was talking about is not the process of awakening, but the result of the awakening, when we experience our life in this way, in a kind of spontaneous way. Und ich habe auch nicht so sehr von dem Vorgang des Erwachens gesprochen, sondern von dem Resultat, das sich darin zeigt, dass wir unser Leben auf eine andere Art und Weise leben. Creative people often describe their experience in this way. Schöpferische Menschen beschreiben ihre Erfahrung oft auf diese Art und Weise. Poets, for example, I think of Rilke with his Dueno elegies, when he hears the lines just come to him. It just springs up from somewhere deeper. Dichter beschreiben so oft, dass die Dinge auftauchen wie aus einer Quelle. Zum Beispiel Rilke hat das beschrieben, dass seine Zeilen, seine Gedichte so aufgetaucht sind, einfach irgendwie aufgetaucht sind. And great composers too sometimes describe the ideas, the melodies springing up naturally for them. Schöpferische Menschen beschreiben das sehr oft so. Auch Komponisten sagen, dass diese Melodien in ihnen auftauchen. It's not so the creative process then isn't something that the ego is doing, but it seems to spring forth from something deeper.
schöpferische Aktivitäten sind nicht so sehr etwas, was das Ego tut, sondern das Ego kann höchstens zulassen, dass das aus größerer Tiefe auftaucht. And to some degree, I think this is something that we can all experience, even those of us who are not great poets and composers. Und ich glaube, auf gewisse Art und Weise kann das jeder von uns erfahren, selbst wenn wir keine großen Komponisten oder Dichter sind. I've had the experience sometimes where, well, for me it often happens early in the morning when I'm lying in bed and I'm too lazy to get up yet. Also mir passiert das des Öfteren, wenn ich zu faul bin, aufzustehen, und dann döse ich noch ein bisschen im Bett rum. If I was thinking about something when I went to bed at night, sometimes in the morning, some new idea springs up naturally without me knowing where it comes from. Dann habe ich vielleicht abends, als ich schlafen gegangen bin, über irgendetwas nachgedacht, und dann morgens ohne Anstrengung kommen Gedanken dazu, tauchen auf, und ich weiß nicht woher. I think that's a very small example of something that many of us have experienced at one time or other. Und ich denke, es ist nur ein ganz kleines Beispiel, aber es zeigt, dass wahrscheinlich viele von uns diese Erfahrung schon hatten. At that early time in the morning, the ego isn't fully operating yet, and so there's space for something to rise up from the unconscious. Früh morgens funktioniert das Ego noch nicht so handfest, und dann ist da ein bisschen Raum, dass solche Dinge passieren können. I can tell other people have had such experiences, yeah? Von eurem Gesichtsausdruck kann ich sagen, dass einige von euch diese Erfahrung schon hatten. Yeah. Also athletes too, you know. In English, athletes, professional athletes or very good athletes, they sometimes talk about being in the groove, being in the zone. Thank you. Your English is better than mine. Being in the zone where somehow it kind of springs up naturally, yeah? Sportler, Leistungssportler sprechen manchmal davon, dass sie einfach drin sind, und dann passieren die Dinge von alleine. Basketball players can get to a place rarely, but once in a while, where it's like they can't miss. It's like every shot, and it's not something they're doing. It's like they have There's some kind of unity, non-duality with the body, and you know. Basketballspieler kennen diesen Zustand, dass es manchmal nicht etwas Gewolltes ist, sondern dass so eine Einheit, sie können den gar nicht verfehlen, den Korb. Please. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll. Du sprachst darüber, dass wenn man jetzt bei der Meditation eine sehr positive Erfahrung macht, meinetwegen eine Erleuchtungserfahrung angenommen, resultiert das doch sehr wahrscheinlich aus einer tiefen, inneren, positiven Motivation, die man hat, beziehungsweise einem ethischen Verhalten, auch vor allem innerlich. Wenn man sich jetzt ethisch nicht korrekt verhält und eine sehr schlechte Motivation hat, kann man bei der Meditation dann auch sehr negative Erfahrungen machen. Du sprachst eben von dem, dass es ist, als wenn man stirbt. Und es gibt ja in vielen Religionen sowas wie Himmel und Hölle auch. So eine Erleuchtungserfahrung stelle ich mir so vor, wie so sehr positiv, so wie man sich vielleicht sowas Himmlisches vorstellt. Und kann man da auch so Negativerfahrungen machen, so höllische Erfahrungen innerhalb einer Meditation? Sorry, dass die Frage so lang ist und so. He basically is asking whether in meditation, when you have positive experiences from what you said, mm-hmm. it must come from something deeply, like having an ethical or a positive, beneficial motivation. Otherwise, you wouldn't make positive experience. So his question is whether, if you have like bad motivation or bad habits, can you have different negative experiences in meditation, like dying or like hell? Or is experience of enlightenment always something like, he imagines it as heaven, something like beautiful and positive or so? Or can it also be something like terrible? Also ich meine jetzt nicht, dass Sterben sich schlecht anfühlen muss. So ist es nicht gemeint, aber ja, du weißt, wie ich es meine wahrscheinlich. Die Erfahrung in der Meditation. Genau. Ja.
basically the meditation experience. Right. Yes. Well, meditation is very abrasive. Meditation ist auch selber etwas, was durch fortwährende Praxis dazu führt, dass bestimmte Dinge abgetragen werden. Also es ist nicht nur ein. There are, I mean, our minds. There are many layers and parts to the mind, and some of them are sometimes scary. Denn unser Geist besteht nicht nur aus einer Schicht, sondern aus vielen übereinanderliegenden Schichten, und da gibt es auch einige, die sehr angsterfüllend oder angsteinflößend sind. In the Zen tradition that I've practiced in, we talk about how as one gets deeper into the meditation, sometimes experiences arise. They can be sensory. You can have strange feelings with your body becoming very light or maybe very small. You can feel as if you are floating. Or there can be very painful sensations, which might have something to do with karma from past lifetimes. I don't know. I really don't know. In der Zen-Tradition, in der ich praktiziert habe, wird tatsächlich davon gesprochen, dass sogar auf der physischen Ebene sinnliche Erfahrungen ganz ungewöhnlicher Art im Laufe der Meditation entstehen, die uns vielleicht mal Furcht einflößen können, wenn wir nicht darauf vorbereitet sind, wenn man sich mit mal ganz, ganz klein fühlt oder ganz, ganz leicht oder schwebend und keinen Boden unter den Füßen hat oder Schmerzen spürt. Das kann alles passieren. Das kann vielleicht mit Karma zu tun haben, aber das weiß ich nicht. Often it can be some kind of distorted memory from the past. Es können auch verquere Erinnerungen, die sich so festgesetzt haben aus der Vergangenheit, in uns sein. By the past, it could conceivably be from a past lifetime. I honestly don't know. Or it can be something like if you're a very young child and there's something scary happens, there's a memory imprint in the brain that is still there sometimes. Es kann sich eventuell, was ich nicht weiß, auf ein anderes Leben beziehen. Oder es kann einfach ein Druck aus der Kindheit sein. Wenn man dort etwas sehr Furchteinflößendes erlebt hat, dann hat das einen Eindruck hinterlassen, der in der Meditation dann zutage tritt. There can also be very blissful experiences, very enjoyable sensations. The makyo are not only negative, sometimes they're very blissful, very happy. Und dann gibt es natürlich außergewöhnlich schöne Glückseligkeitserfahrungen, die unbeschreiblich sind. Auch das kann in der Meditation passieren. But from a Zen perspective, whether blissful or horrible, the response is the same. Do not identify with it. Aber aus der Zen-Perspektive ist egal, ob das Glückseligkeitserfahrungen sind oder schreckliche Erfahrungen sind, immer die gleiche Antwort, nicht damit identifizieren. Do not judge it, do not hold down to it, but let it go like any other thought or emotion or feeling that arises in one's practice. Urteile nicht, halte nicht fest, greife nicht danach, sondern habe dieselbe Reaktion gegenüber allen Gedanken, allen Gefühlen und was immer für Empfindungen in der Praxis auftauchen. Anything we identify that arises in that fashion will become an obstacle to one's development. Wenn, so wie wir nach etwas greifen, egal was es ist, positiv oder negativ, oder es beurteilen, dann wird es ein Hindernis auf unserem Fortschreiten im Pfad, auf dem spirituellen Weg. So that is very much the perspective of the tradition that I've trained in. So das ist die Perspektive der Zen-Tradition. Okay, thank you. I can't believe that my talk was so clear that there are no responses or questions or criticisms or concerns here. Gibt es keine Sorgen, keine Kritik, keine Fragen? War das alles so klar? Thank you very much for the wonderful talk. I personally have got very inspired from what you said. One thing that that I would take home is, you said, since we are all one, and my awakening, my enlightenment is not complete without the enlightenment of the other person. In that respect,
those of us who claim to be enlightened, how do we help others to also come to the same level of consciousness as we are without being intrusive, without being forcing them that, you are still kind of unconscious. This is kind of the better path that I have seen. How do we find the middle line to help our fellow human beings to become enlightened? That's a really, really important question, isn't it? May I say it in German? Please, of course. Yeah. Vielen Dank für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Eine Frage, die ich hatte in Bezug auf den Weg des Bodhisattva oder jeder Person, die den Anspruch erhebt, erleuchtet zu sein und doch nur erleuchtet sein kann, wenn die anderen auch erleuchtet sind, also den anderen helfen möchte. Wie kann man da den mittleren Weg finden, die Ausgewogenheit, übergriffig zu werden und den anderen zur Erleuchtung verhelfen zu wollen und sich ganz zurücknehmen? The first thing to say is that there's a kind of a danger if we think of ourselves as enlightened and now my job is to go out and help everybody else. Right? Das erste ist natürlich die Gefahr, die darin besteht, diesen Anspruch zu erheben, erleuchtet zu sein und nun zu glauben, man muss da rausgehen und anderen helfen. The Buddhist idea is very much that if we practice sincerely and devotedly, then transformations occur and we become a different kind of person. Die Perspektive aus dem Buddhismus ist eher so, dass wenn wir wirklich ernsthaft praktizieren und hingebungsvoll praktizieren, dass wir dann zu einem anderen Menschen werden. If our practice is sincere, this happens whether or not we are enlightened. Und zwar passiert das, wenn wir ernsthaft sind, egal ob wir erleuchtet sind oder nicht. Remember what I said about the reconstruction that happens when we transform our motivations. Erinnert euch daran, dass ich davon gesprochen habe, wie wir etwas Neues rekonstruieren, aufbauen, wenn wir mit einer anderen Gesinnung leben. Even without the kind of enlightenment I was talking about, our lives become happier, smoother, they work more naturally when we transform our motivations. Selbst wenn wir nicht erleuchtet sind, werden unsere Leben viel glücklicher, viel weicher, viel natürlicher, wenn wir unsere Motivation verändern. And inevitably this affects the people around us. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Menschen, die uns umgeben. So the first thing to say is it's important for us to provide alternatives as personal example by becoming a different kind of person. Und das Wichtigste besteht darin, dass wir als Vorbild in gewisser Weise, als Beispiel dafür stehen, dass man ein anderer Mensch werden kann. The second point in response to your question is that there's no simple answer to your important question. Und die zweite Antwort ist die, dass es keine einfache Antwort auf diese schwierige Frage gibt. In the Mahayana Buddhist tradition, there's a lot of emphasis on what's called skillful means. In der Mahayana Tradition, dem großen Fahrzeug des Buddhismus, wird sehr viel Wert auf die geschickten Mittel gelegt. So there's no one answer, but it depends very much upon the particular situation. Das bedeutet, dass es nicht eine einfache Antwort gibt, sondern immer von der besonderen jeweiligen Situation abhängt. So we have to be very mindful and attentive to the situation and be able to respond appropriately. Wir müssen also sehr achtsam und sehr aufmerksam auf die jeweilige Situation sein, um angemessen zu handeln und reagieren. My favorite Zen koan is about this. Mein Lieblings-Zen-Koan, der geht genau darum. The student asks the master, what is it that all the Buddhas and Bodhisattvas are doing all the time? Fragt ein Schüler, was ist es, was alle Buddhas und Bodhisattvas die ganze Zeit machen? In other words, what is an awakened person doing all the time? What distinguishes such a person? Mit anderen Worten, was macht so ein erleuchtetes Wesen die ganze Zeit? Worin unterscheidet sich dieser? And the answer is very simple. Die Antwort ist ganz einfach. Acting appropriately. Angemessen handeln. It sounds so easy, but of course, as long as we're caught up in delusion of self, we're not acting appropriately because we're caught up in ego and greed and all these other things.
Das hört sich so einfach an, aber solange wir verblendet sind, dann können wir gar nicht angemessen handeln, weil wir immer dann getrieben sind von Gier, Hass oder Unwissenheit. So as we practice in the ways that I've been talking about, we become more attentive, more mindful, and we're more able to respond appropriately to situations in the way that they deserve. Und wenn wir auf diese Art praktizieren, dann gelingt es uns viel einfacher, angemessen auf jede Situation zu reagieren und zu handeln. So there's no, just to say it again, there's no simple always I should be doing this. We have to be able to be attentive to the specifics of the situation. Also deswegen gibt es auf diese Frage keine einfache Antwort, nach der man immer so oder so handeln müsste, sondern das, was sich verwandelt, ist die Art, wie wir die Situation wahrnehmen und dann immer angemessen reagieren. So, to, if I've got you right for my own and for all of you, you're saying that we should be the example that we want others to be. What kind of it? That's where we start, for sure. Okay. That's where we always start. Okay, thank you. Yeah. I've got that one. And to act appropriately according to the situation, is that in other words, you're saying we have to be conscious of our consciousness? Not always be in the moment, to just to be conscious. Think, is consciousness the word to take home? I'll let him translate, yeah. Also um das zusammenzufassen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Punkt der, dass wir das sein müssen oder sein sollen, was wir andere wünschen zu sein. Und der andere Punkt ist, dass dieses angemessene Handeln darauf beruht, dass wir uns immer bewusst sind dessen, was gerade die Situation ist. Ist das so? Yes and no. It's not simply sort of being aware, but it's being attentive to the possibilities in the situation, you see. Das muss man mit Ja und Nein beantworten. Denn es geht nicht nur darum, bewusst zu erkennen, wie die Situation ist, sondern man muss auch erkennen, welche Potenzial, welche Möglichkeiten sich in dieser Situation immer ergehen, damit sich dieser kreative Strom da so hineinwirken kann. Let me give a very small, maybe silly example. Lass mich mal ein kleines, lustiges Beispiel geben. There are situations, maybe I'm sitting on a plane or on a train. Ich sitze zum Beispiel im Flugzeug oder auf einem. And I'm talking to somebody next to me. Eisenbahn und spreche mit jemandem neben mir. There are some situations where it might be helpful for me to identify myself as a Buddhist. In einigen Situationen kann es hilfreich sein, zu sagen, ich bin Buddhist. There are certainly other situations where it's probably that doesn't help anything. It may complicate things. In anderen Situationen ist besser vielleicht das nicht zu sagen, weil sonst wird es sehr kompliziert. So there has to be a kind of intuition from the previous discussion of what's appropriate here. Es muss also eine Art Intuition geben, was angemessen ist, wie ich mich in der Situation verhalten. Maybe that's not such a good example, but it's along that line. Yeah. Also ist vielleicht, das Beispiel ist vielleicht nicht so gut, aber ihr könnt erkennen, in welche Richtung das geht. I would like to say one more thing about the Bodhisattva. Und ich möchte noch eins hinzufügen, was den Bodhisattva betrifft. I did mention during the talk that to be a Bodhisattva is not a sacrifice, but it's a continuation of one's practice. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Bodhisattva zu sein kein Opfer ist, sondern einfach eine Fortführung der Praxis. In Zen, and in fact I think in every Buddhist tradition, enlightenment, awakening is not all or nothing. Im Zen, und das gilt auch für alle anderen buddhistischen Traditionen, ist Erleuchtung nicht ein Entweder-Oder-Zustand, sondern es ist eine fortwährende Entwicklung in eine bestimmte Richtung. So in Zen we talk about a small opening. Eine kleine Öffnung, so nennen wir das im Zen. But simply because there's some opening in this way, it doesn't mean that my previous self-centered habits suddenly disappear. Und selbst wenn wir so eine kleine Öffnung haben, heißt das nicht, dass unsere selbstbezogenen Gewohnheiten deswegen völlig verschwunden sind. The tendency to still be
self-preoccupied, it recurs, yeah? To feel separate. Yeah. Diese Tendenzen, sich um sich selber zu drehen und sich dadurch getrennt von dem Rest der Welt zu fühlen, die tauchen immer wieder auf. So how is it that I integrate the experience that I've had, the little experience that I've had, into how I actually live into the world? Wie kann ich also diese kleine Erfahrung von Öffnung benutzen und integrieren in mein Leben, um anders zu leben? Again, it goes back to the question of motivation, to change my motivation, instead of asking, you know, what's in this situation for me? Right? Und das hängt davon ab, mit welcher Gesinnung wir in jedem Moment auf jede Situation reagieren. Wenn wir uns überlegen, was kann ich da rausholen, was springt dafür ab für mich? So, it's a new way of thinking. It's sort of, what can I do to make this situation better for all of us? Dann führt das nicht zu dem Ergebnis, das man sich wünscht, sondern man muss sich fragen, was kann ich machen in der Situation, dass es für alle am möglichst nutzbringendsten ist. This is how I transform myself. Nur dadurch kann ich mich selber verwandeln. So there's a kind of interesting irony here. Das ist doch eine interessante Ironie, oder? To live as a Bodhisattva is part of my own spiritual development. Ein Bodhisattva zu sein ist zugleich Teil meiner eigenen spirituellen Entwicklung. Or anyone's. Und das gilt für jeden natürlich, yeah. Ne? Yeah. It's just a further development of one's practice. Es ist ein Fortfahren, yeah, mit der Praxis. I'm a little uncomfortable about talking about I don't mean me as an example, but I mean as a general principle. Yeah. Ich bin ein bisschen unbehaglich bei der Benutzung des Wortes Ichs in diesem Zusammenhang. Damit meine ich ein Prinzip, das ist ein allgemeiner Ausdruck. Thank you for your interesting questions. Danke für eure interessanten Fragen. There is one more. Please. Last one. Ich frage mich gerade, also in Bezug auf was gerade gesprochen worden ist, es ist schön, weil ich habe das Gefühl, man kann sich auch ein bisschen entspannen. Also ich glaube, manchmal diese Bodhisattva Geschichte, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so. Wird auch viel von Verantwortung gesprochen. Und eigentlich habe ich jetzt das Gefühl, es ist nicht nur einseitig. Also ich habe mir das hier aufgeschrieben. Also meine Erleuchtung ist abhängig von dem Erleuchtung des anderen. Aber auch die Erleuchtung von denen ist auch abhängig von meinem. Also ich habe das Gefühl, das ist eine doppelseitige Bewegung. Und ich muss nicht die ganze Verantwortung nehmen, sondern ich kann mich entspannen und, so wie das gesagt worden ist, einfach handeln. Und dann fahren wir alle zusammen in gleicher Richtung. Also so habe ich das Gefühl, aber vielleicht irre ich mich. So I'm very thankful for what you said about the path of the Bodhisattva, because in a way I can relax now. Before it was always a little stressy because I have all this responsibility and getting those teaching that it's all on my shoulders and one-sidedly I have to enlighten everyone, and now it feels more like that it's a mutual process. I depend also of the enlightenment of others and others of mine, and in fact we don't have to care so much about it but just act. And then we'll automatically drive all in the same direction. So I wonder whether I got you right. That would be wonderful. Well, the important thing is our motivations. Yeah. In principle, it's an easy way to understand the importance of changing our motivations. In reality, it's not always so easy. Motivations aren't always so pure or so simple. Often there are many things. So that's a big part of the challenge, is clarifying to ourselves what our motivations are, that they are genuinely to help other people and not that there's some sort of ego involved. In gewisser Weise ist es tatsächlich ganz einfach. Wir müssen nur unsere Gesinnung ändern. Das kann man leicht verstehen und das stimmt auch, aber trotzdem ist es eine Herausforderung, denn wir können uns so leicht was vormachen und das wirklich klar herauszuarbeiten und so zu verwandeln, dass es wirklich
echte andere Motivation, echte andere Gesinnung ist, das ist gar nicht so einfach, weil alle möglichen Tricks bestehen, uns was vorzumachen. Your comment reminds me, and maybe this is a good way to end, of my favorite definition of Buddhism by Thich Nhat Hanh. Und dein Kommentar, der erinnert mich an meine Lieblingsdefinition vom Buddhismus und das ist vielleicht auch ein gutes Abschlusswort, die von Thich Nhat Hanh kommt. Buddhism is a clever way to enjoy your life. Buddhismus ist eine kluge Art, sein Leben zu genießen. Thank you. Und sich daran zu erfreuen. Vielen Dank. Und